Herzliche Grüße aus dem Whiskyhaus, ich bin's wieder, euer Marco. Heute haben wir den 23. Mai, super Wetter, wäre Sonnenschein, 20 Grad für diese Jahreszeit, was haben wir? Pisswetter, Regen, Wind, Sturm, 9,5 Grad oder irgendwie sowas. Und da habe ich mir gedacht, bei dem Wetter, ne, wenn man schon fröstelt, da holt man sich was mit ins Haus, was richtig schön, knackig, gefällig und süffig ist, also irgendwas von Isla. Und in dem Fall habe ich euch mitgebracht, den neuesten Images of Isla. In dem Fall mit der Bezeichnung Kettle at Isla Graveyard, wie immer 53,2 Volumenprozent. Es wird auch hier wieder die Brennerei nicht genannt. Wir wissen, dass es 312 Flaschen gibt. Und ja, was ist zu dem Whisky zu sagen? Der Whisky kommt, wie immer, wenn Images of Isla draufsteht, von Thomas Evers von Malts of Scotland. Wir wissen, dass es ein Isla Malt ist. Wir haben irgendwann mal gehört, dass es wohl so ist, dass wenn man guckt, wo diese am Anfang Sehenswürdigkeiten auf den Flaschen drauf waren, wo die sind und man dann guckt, welche Brennerei in der Nähe ist, dass es die dann meist sein könnte. Ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt, dort finden wir einen Eintrag bei Whisky Base, wo geschrieben wird, es soll ein 1998er Cool Ila sein, der sich hier im Glas verbirgt. Die 53,2 Volumenprozent muten immer an, dass es eine Fassstärke sein könnte, ist es aber tatsächlich nicht. Laut der Aussage des Herstellers ist es wohl so, dass man die noch ein bisschen hochvolumigeren Sachen immer auf diese 53,2 Volumenprozent runterzieht. Wobei es meines Wissens einen gegeben hat, der sogar unter diesen 53,2 Volumenprozent gelegen hat. Ja, und wir liegen bei 88,90. Ich erwarte einen jungen, wilden, schönen, rauchig, torfigen Isla Whisky. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das, was ich erwarte, auch zutrifft. Tja, jung und wilder Marsch. Mild, gefällig, eher süß, ein bisschen nussig, sehr dezenter Rauch, zumindest in der ersten Nase für mich keine große Medizinigkeit, sondern eher der Rauch. Nichtsdestotrotz, so von dieser ersten Nase und auch von der Farbe, die der Whisky hat, würde ich jetzt erstmal auf den Bourbon Cask tippen. Aha, der länger an der Luft stehende, da kommt der Rauch spürbar deutlicher zum Vorschein. Aber auch die Süße ist mitgewachsen. Das heißt, er braucht Sauerstoff, er braucht wieder ein bisschen Liebe, er braucht Wärme, um sich entfalten zu können. Aber, ja, ich wiederhole das immer wieder gerne, ne? Der abgestumpfte Whisky-Trinker, der so viel schon probiert hat, ich finde auch hier die 53,2 Volumenprozent sehr, sehr zurückhaltend, dezent, nicht aufdringlich. Und dann wollen wir mal schauen, was diese Brennerei, wenn es denn Cool Ila sein sollte, die ja von den Isla-Freaks oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil es angeblich die Seelenlose sei, weil sie halt so eine große Produktionsmenge hat. Ich finde es totalen Unfug. Whisky schmeckt oder Whisky schmeckt nicht. Was hat das damit zu tun, ob eine Brennerei besonders groß, besonders klein, besonders hübsch, besonders schick oder vielleicht auch besonders hässlich ist und wirklich nur aussieht wie eine Fabrik? Es ist eine Brennerei, die Whisky herstellt. Und letztendlich sollte, finde ich, der Geschmack entscheiden und nicht unbedingt das Äußere einer Brennerei. Die 53,2 Volumenprozent sind auch am Gaumen für mich persönlich mild und weich. Die schöne, rauchige Note ist am Gaumen deutlich spürbarer. Ein ganz klein bisschen medizinisch, aber immer noch, also für einen Raucher, mild, weich, charmant, fast schon anschmiegsam. Eine sehr schöne, leichte, ganz dezente Eichenholznote. Eine feine Süße, die ich aber gar nicht groß fassen könnte. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, boah, das ist eine Mandarine oder das ist eine Birne oder eine Orange. Das ist eine Malzsüße. Das ist eine schöne, malzige, leicht rauchige Süße, Gefälligkeit. Vielleicht ein ganz klein bisschen Räucherkammer mit im Spiel. Ja, ein dezenter Isla Whisky, ein Schmeichler, ein Samtdinger. Finde ich den vom Preis okay? Ja, ich finde den vom Preis okay. Das ist ein Whisky, mit dem man sich abends hinsetzen kann und in dem man sich verlieren kann. Das ist nichts wie
der Classic of Eider, der von uns so gelobt ist, der jung, knackig, kräftig und dynamisch daherkommt, sondern das ist was Weiches, Gefälliges, Interessantes. Und von daher, ich finde das ein gutes Fass, hat der Thomas eine gute Auswahl getroffen. Man kann immer die Frage stellen, sind 88, 90 für einen jungen Whisky, wo nicht draufsteht, was drin ist, das wert. Aber wenn es wirklich ein 98er Cool Ila sein sollte, dann finde ich den Preis echt in Ordnung. Geschmacklich würde das irgendwo hinkommen. Wenn ich jetzt hätte raten müssen, hätte ich gesagt, der Whisky ist vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt. Und ja, was soll ich sagen? Ein guter Whisky. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Mir ist jetzt wieder richtig warm geworden und ich kann den Scheiß ausziehen. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Marco von den Whisky Shots.